Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Ford Store Rahnenburg, Iburger Straße in Osnabrück. Nordwestdeutschlands größte Ford-Ausstellung. Halil, unter der Woche hast du noch gesagt, ihr wollt eure Fehler abstellen. Eure Fehlerkette war heute auf jeden Fall deutlich weniger. Wie habt ihr unter der Woche speziell trainiert, dass diese Fehlerkette eben durchrissen wird? Ich glaube, dass der Fokus einfach im Spiel heute lag. Wir waren sehr, sehr konzentriert. Wir haben wirklich wenig Fehler gemacht. Wir haben sichere Bälle gespielt, gute Bälle. Wir haben uns selber kaum in Bedrängnis gebracht. Haben die 50-50-Bälle, die Zweikämpfe angenommen. War ein sehr, sehr zweikampfbetontes Spiel. Und haben die Zweikämpfe, würde ich sagen, zum größeren Teil für uns entschieden. Und ich glaube, daher geht auch das Ergebnis völlig in Ordnung. Es war jetzt so, dass ihr in der ersten Halbzeit wirklich richtig mit viel Schwung gespielt habt. In der zweiten Halbzeit hat dann dieser Schwung so ein bisschen gefehlt. Lag es einfach daran, dass euch so ein bisschen die Puste dann auch gefehlt hat? Ja, wir sind schon ziemlich hohes Tempo gegangen, erste Halbzeit, glaube ich. Wir hatten viele, sehr, sehr viele gute Aktionen. Aber klar ist auch, dass die Mannschaft, die dann hinten liegt, meist auch das Spielgeschehen an sich reißt. Wir haben es dann leider nicht geschafft, den Deckel irgendwie raufzumachen oder den entscheidenden finalen Ball vorne rein zu spielen und dann den Deckel raufzumachen. War eine Zitterpartie, aber ich glaube, man muss der ganzen Mannschaft ein Kompliment aussprechen. Wir haben defensiv sehr, sehr gut gestanden. Wir haben heute unheimlich gut gearbeitet defensiv. Haben, lass mich lügen, kaum eine gute Torschance zugelassen. Und das spricht wieder, das ist das, wo wir hinwollen. Das war unsere Stärke und das sollte auch unsere Stärke sein. Und ja, man kann eigentlich nur stolz auf die Mannschaft sein und denke, dass es sehr, sehr verdient war heute. Jules, heute habt ihr 1-0 gegen Wiesbaden gewonnen. Wie seid ihr das Spiel angegangen? Volles Selbstvertrauen. Wir haben ja natürlich verloren letzte Woche gegen Werder, aber vor 2 Wochen. Aber eigentlich danach haben wir sofort wieder gewonnen gegen Jedelo und das Vertrauen wieder zurückgewonnen. Und wir wissen ja, dass wir ja eine gute Mannschaft sind. Wir wollten ja nur noch besser verteidigen und haben wir heute ja, denke ich, gemacht. Haben wir endlich wieder mal die Null gehalten und das ist mal wichtig. Dann brauchst du nur ein Tor zu schießen und dann gewinnst du schon. Letzte Woche war das ja ganz anderes, mussten wir immer viele Tore schießen, weil wir 4 in Gegentoren bekommen haben. Aber das ist mal erstmal sehr gut für uns, dass wir wieder die Null gehalten haben. Es war jetzt so, ihr habt in der ersten Halbzeit so ein bisschen gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Ja. Wieso hat euch Wiesbaden da speziell am Anfang solche Schwierigkeiten auch bereitet? Ja, keine Ahnung. Wenn ich für meine selber spreche, dann waren die ersten 15 Minuten auch ein bisschen so gucken, weißt du. Und dann nach den 15 Minuten kamen wir einfach besser rein und dann waren wir auch besser und haben die Chancen gespielt. Ich habe selber auch eine große Chance gehabt und schade, dass der Torwart den gut hält. Aber ich will auch gerne natürlich Tore machen, aber ja, ich denke, wir als Mannschaft sind dann nach 15 Minuten einfach besser ins Spiel gekommen. Und dann haben wir sofort das 1-0 dann gemacht und dann auch wenig zugelassen. Das ist auch sehr gut. Weißt du? Toni Syri hier am Mikrofon. Toni, heute habt ihr 1-0 gegen Wiesbaden gewonnen. Ihr wolltet vor allen Dingen eure Fehler bei den Ballverlusten abstellen. Das ist euch heute auf jeden Fall schon mal ganz gut gelungen, oder? Ja, ich meine, das war unser Ziel, dass wir in der Vorwärtsbewegung weniger Fehler machen. Gegen Bremen lief es nicht so gut, da haben wir zu viele Fehler gemacht und jetzt wollten wir auf jeden Fall mit der Null hinten stehen erstmal, vorne Akzente setzen und dann haben wir uns auch belohnt mit dem Tor, standen hinten super, haben wenig Chancen zugelassen und so kann es weitergehen. Trotzdem, die erste Halbzeit lief auf jeden Fall bei euch ein bisschen besser. Warum konntet ihr den Schwung von der ersten Halbzeit nicht mitnehmen mit in die zweite auch? Ja, der Platz wurde mit der Zeit tiefer, wir hatten weniger Kraft. Und wir sind auch viel gelaufen in der Defensive, wir haben es vorne super gemacht, damit war es auch hinten für uns, für die Abwehrspieler viel einfacher. Und es ist klar, dass man dann mit der Zeit weniger Kraft hat, aber wir haben zusammen gepusht, haben auf die Zähne gebissen und jetzt am Ende haben wir es mit den 3 Punkten belohnt. Wie sehr haben euch heute auch die Zuschauer gepusht? Ja super, also was für eine Kulisse war auch am Ende, wo wir auf dem Zaun waren, so kann es nur weitergehen. Freitagabendspiele sind immer super hier für die Fans, für uns. Das pusht uns nochmal, da gehen wir nicht mit 100% rein, sondern mit 150%. Und ich wünsche mir, dass jedes Spiel, dass es so weitergeht, dass wir über 10.000 Fans haben. Und das ist super für den Verein, für uns und für die Fans natürlich auch. Das nächste Spiel ist auch wieder ein Freitagsspiel, dann gegen Holstein Kiel. Wie schätzt ihr da den Gegner ein? Ja, ich denke, wir werden jetzt erstmal das letzte Spiel analysieren und dann werden wir uns Mitte der Woche mit dem nächsten Gegner befassen. Wir schauen von Spiel zu Spiel, das sagt uns der Trainer immer. Und jetzt werden wir uns erstmal ausruhen, regenerieren und dann den nächsten Gegner anschauen. Danke dir.